Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute eine weitere Folge von meinem kleinen Collection Update. Und ja, ich war die Woche wieder fleißig. Wir sind jetzt nämlich bei 99,19% und bei 464 Items, die noch fehlen. Jetzt spicken wir mal kurz, was wir letzte Woche noch gefehlt hatte. Und zwar waren wir letzte Woche bei 99,12%, also haben wir doch ein bisschen was wieder gut gemacht und sind bei 503 Items gewesen. Heißt, wir haben, wenn ich mir jetzt nicht verrechne, 39 Items bekommen. Ja, ich weiß, klingt nicht viel, aber ihr müsst immer ein bisschen bedenken, dass ich jetzt tatsächlich nur die beschissenen Sachen habe. Und da wollen wir uns jetzt mal angucken, was ich mir so gefarmt habe. Als allererstes war ich letzte Woche mit meinem Rogue wieder unterwegs, oder mit meinen Rogues, das sind ja insgesamt drei. Ich hatte mir ja nochmal einen über den Free Boost, den ich hatte, hochgeboostet, um dementsprechend diesen blöden Dolch in ja, Uldum zu farmen. Wo war der drin? Ich glaube bei Erweiterungsfeatures, und zwar bei diesen Invasionen. Und ich habe, glaube ich, 100. 50, 160 Tries gebraucht oder sogar noch mehr, bis ich den Dolch hatte. Also ich habe die Rares umgehauen, noch und nöcher. Und das Problem ist, manche haben sehr, sehr lange Respawn-Zeiten von teilweise über 2 Stunden. Und ich bin so froh, dass ich diesen blöden Dolch endlich gekriegt habe. Jetzt muss ich den Scheiß nicht mehr farmen. Teilweise hatte ich halt Tage, wo ich halt eigentlich fast den ganzen Abend nur diese Rares mit diesen 3 Chars gefarmt habe. Sind immer 11 Rares, die man in Uldum farmen kann. Immer nur dann, wenn halt die Akir-Invasion ist. Es gibt zwar theoretisch 2 Mobs, die auch da sind, wenn nicht die Akir-Invasion ist, aber es macht halt mehr Sinn, es dann zu farmen. Zumal meine Rogues halt alle sehr, sehr scheiß equipped sind und dementsprechend, das ganz gut ist, wenn da andere Spieler sind, die mit drauf hauen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das leeche, aber alleine kriege ich halt die wenigsten down. Also die Rogues sind halt echt scheiße gekippt. Also da bin ich echt froh, dass ich das jetzt mal habe. Jetzt sind es bei der Erweiterungsfeature-Geschichte nur noch 2 Sachen. Und zwar einmal diese letzten 3 Anhänger, die ich letzte Woche schon hatte. Hat sich die Woche nichts geändert. Ich habe jetzt mit allen Chars, die ich auf dem Main-Account habe, ich glaube, es sind 47, 48, irgendwie sowas, also über irgendwas zwischen 40 und 50 Chars, wieder alle durchgelockt und habe diese letzten 3 Anhänger nicht gekriegt. Insgesamt sind es nämlich über 250 verschiedene Anhänger, die man hier in der Garnison kriegen kann. Und ja, ich hatte einfach kein Glück, ein bisschen geärgert, weil es dauert etwa 1 Stunde, bis ich alle durchgelockt habe, ne? Weil ich halt auch so lange Ladescreens habe. Und da muss ich mir nochmal in die Garnison porten, einfach weil Elder Things halt sehr, sehr viel zieht und andere Addons. Aber das habe ich ja schon mal erwähnt. Genau, und das andere, was ich jetzt hier bei. Jetzt werde ich nur angegriffen. Scheiße, ich hätte die Beleuchtung doch nicht anmachen sollen. Jetzt kommen die Schnaken rein. Ich sag's euch. Und das andere, was mir noch fehlt, ist quasi hier die Ordenshalle. Und da brauchen wir noch den Hidden Artifact Skin. Den habe ich auch noch nicht. Aber ich habe jetzt zumindest mal angefangen, ihn zu farmen. Hab mir ein Makro gebastelt oder einen Makro aus dem Internet geholt, wo ich das so ein bisschen checken kann, wenn mal ein richtiger Traumpfad aufgeht. Aber mal schauen. Das wird jetzt aber noch ein bisschen dauern. Dann das andere, was wir gefarmt haben, leider erfolglos, ist der Umhang hier aus dem Sturm Sangental bzw. Tiergardesund. Und zwar ist es so, dass man diesen Umhang nicht, wie es hier steht, durch eine World Quest bekommt, sondern durch die Emissary Bag. Also die Kiste, wo man 4 World Quests machen muss in der Zone. Und dann gibt es eine Kiste und aus der Kiste gibt es dann Gear. Und es gibt halt verschiedene Kisten. Es gibt halt die Kiste mit. Ja, mit Azerith-Gear, dann gibt es eine Waffenkiste und dann gibt es, glaube ich, eine. Gibt es eine Trinket-Kiste? Ich weiß gar nicht, ob es eine Trinket. Ich glaube, es gibt auch eine Trinket- und Ringkiste, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Und dann gibt es halt auch Azerith und Gold und lauter dieses Zeug. Und es hat jetzt über einen Monat gedauert, bis im Sturmsangental endlich mal wieder die richtige Kiste war bei den World Quests. Dann habe ich das Ding gemacht. Ich war mit 57. Ich glaube, 57 Chars, genau. Ich habe es dann nämlich mitgeschrieben. Habe ich diese 4 World Quests gemacht. Und versucht diesen Umhang zu kriegen, ja. Und ihr könnt euch denken, das hat lang gedauert. 2 Tage, den Freitag und den Samstag habe ich eigentlich fast komplett damit verbracht, nach der Arbeit, Samstag habe ich nicht gearbeitet, aber Freitag zumindest, diesen Scheiß zu farmen, habe nichts anderes gemacht, um dann irgendwann mir zu denken, das kann doch gar nicht sein. Aus der Emissary-Kiste, ne, können, aus der normalen Gear-Kiste, können quasi nur Handgelenke rauskommen, ne Hände, Gürtel, Hose, Schuhe und Rücken. Also es sind 6 Items. Die Chance ist 1 zu 6, dass du den Rücken kriegst. Bei 57 Tries habe ich mir langsam gedacht, da kann irgendwas nicht stimmen. Hab mal ein bisschen gegoogelt. Und das Problem ist,
seit Patch 8.3 hat Blizzard aus der Emissary-Kiste den Umhang rausgenommen. Du kannst ihn also nicht mehr kriegen. Warum haben sie den Umhang rausgenommen, fragt ihr? Ja, weil es halt den Legendary-Umhang gibt und deswegen macht es halt eigentlich keinen Sinn mehr, dass du den da rauskriegen kannst. Wobei ich denke mir halt, mit irgendeinem Gammeltwink habe ich vielleicht nicht unbedingt den Legendary-Umhang freigeschalten und bin froh, dass ich ihn über die Emissary kriege. Also ich glaube mal, jemand, der den Legendary-Umhang hat, ob der unbedingt dann noch die Emissary macht, gut, kann sein, aber naja, finde ich ein bisschen komisch. Ich habe mich erst aufgeregt, dass Blizzard das nicht kommuniziert hat, aber es gab tatsächlich einen Blue Post. Bin ich selber schuld, dass ich den erst danach gesucht habe. Aber wer denkt denn sowas vorher, ne? Im Add-on ist es leider auch nicht drin. Da muss ich jetzt demnächst, ich wollte es eigentlich schon gemacht haben, es gibt für All the Things so einen Discord. Da kann man so einen Bug-Report reinhauen und da werde ich das mal aufführen die nächsten Tage. Vielleicht nehmen dann die Entwickler von All the Things den Umhang hier raus. Ist halt ein bisschen nervig, ne, dass ich da jetzt ewig viel Zeit aufgewendet habe und da nichts gekriegt habe. Aber, hey, ich habe ein paar Chars von mir gegiert, weil ich habe einige Gammel-Chars, die sehr mies-equipped sind. Genau, das haben wir gemacht. Und ja, jetzt kann ich euch mal zeigen, was mir hier noch fehlt. Der Umhang, wie gesagt, dann aus Argus immer noch hier diese Schuhe, die man ja über Argonit bekommt. Und da habe ich ja auch schon das ein oder andere Opening-Video gepostet auf YouTube, wo ich da am Opening bin und versuche, die Schuhe zu kriegen, bis jetzt erfolglos, aber da bleibe ich auf jeden Fall dran. Und das andere, was wir hier offen haben, ist ein Nasir Tama Divas Labor. Und da hatten wir letzte Woche noch 5 Items gefehlt. Und das Verzwickte ist aber, dass du diese Sachen anscheinend auch wieder nur mit bestimmten Chars looten kannst. Jetzt ist mit Main relativ einfach, diese Bosse umzuhauen. Die kannst du einmal in der Woche beschwören und haust du um. Und ich glaube, zu 10% haben die Waffen. Also von der Dropshow aus geht's, ne? Es ist halt einmal pro Woche. Das Problem ist, was ich ein bisschen unterschätzt habe, es gibt teilweise Bosse, die sind relativ knackig. Die haben knappe 2 Millionen Life. Mit Main hier, ne? Procne Zwiechtsverwüstung, 1,2, 1,3 Millionen im Crit. Ist relativ schnell Feierabend, brauchen wir nicht drüber reden. Aber mit so einem Gammelik-Char, der knappe 400er Item-Level hat, wird es dann schon schwierig, die 2 Millionen runterzuhauen, denn die machen relativ viel Schaden und diese ganzen Bosse, ist mir noch nie aufgefallen, weil sie mit dem Main halt innerhalb von ein paar Sekunden verräume, die haben eine Mechanik, dass sie alle paar Sekunden sich einen Buff geben, dass sie 25% oder 50%? Ich weiß es nicht. Ich glaube 25% mehr Schaden machen. Und ganz ehrlich, nach einer Weile merkst du das, ne? Dann hauen die auf einmal halt 100k-Hits mit ihren Casts raus und du kannst nicht mal alles interrupten. Und ich musste dann mit meinen Gammel-Rogues da ran. Ich kann euch sagen, die Leute im Stream hatten viel Spaß, mich dabei leiden zu sehen, wie ich versuche mit meinem Gammel-Rogue den zu progressen. Ich habe mir am Ende, habe ich mir Drums gekauft, ich habe mir Pots gekauft, ich habe noch versucht, das Gear zu optimieren, dass ich diese Kacke tot kriege. Das war ein Progress ohne sondersgleichen und zum Glück habe ich dann mit dem zweiten Rogue den Dolch gekriegt. Mit einem Druid habe ich, glaube ich, noch einen Stab bekommen und mit einem Monk habe ich auch nochmal irgendein anderes Item gekriegt. Also es sieht jetzt ganz gut aus. Jetzt brauchen wir nur noch 2. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich mit einem Rogue nach dem zweiten Try den Dolch gekriegt habe, weil es hat mich über eine Stunde Progress gekostet, dass ich den Boss tot gehittet habe. Gut, ich hätte den Schau auch gieren können, aber für was sonst anderes bräuchte ich den Rogue halt nicht, ne? Deswegen, ja, haben wir uns da halt mit dem Gammelchat durchgekämpft. Und was ich jetzt brauche, ist eine Faustwaffe. Und einen Stab. Den Stab kann ich mit dem Main allen gut oder mehr oder weniger gut equippen Druid relativ easy farmen. Das andere, was ich habe, ist halt die Faustwaffe. Und die könnte ich mit einem Shami farmen oder mit einem Monk. Und mit ein paar Monk-Tanks habe ich das auch schon freigespielt. Denn ich musste auch mit ein paar Chars Madivas Labor erstmal freispielen, weil ich mit den meisten das halt nicht gemacht habe. Und dementsprechend, ja. Da habe ich rausgefunden, dass man für Madivas Labor die World Quest freispielen muss. Nämlich erst, wenn man die World Quest freispielt, kann man Kisten sehen und aus den Kisten kann man dann dementsprechend das Item rauskriegen. Und falls ihr das auch machen wollt, ich habe rausgefunden, dass eine Kiste irgendwo hier hinten, irgendwo hier gibt es eine Kiste. Ich kann jetzt nicht genau die Koordinaten sagen, im Kopf habe ich es nicht, aber hier ist eine Kiste. Und die hat eigentlich jedes Mal das Ding gedroppt, ne? Und am Anfang mit dem ersten Char bin ich ewig rumgeflogen, habe diese Kisten gesucht, die Rares umgehauen. Aber solange mir die World Quest nicht freigeschalten habe, kann man Madivas Labor anscheinend nicht freischalten, warum auch immer. Ist ein bisschen komisch, aber zu der Erkenntnis bin ich gekommen. Genau. Also das waren erstmal so die ätzenden Sachen, die ich gemacht habe. Dann können wir mal so einen allgemeinen durchgucken. Ich habe jetzt hier, seht ihr, brauchen wir jetzt noch 3 Items. Ich habe mir ein paar Sachen im Auktionshaus gekauft gehabt. Und dementsprechend war ein Classic-Item dabei und es war, glaube ich, den Fisch,
Den Fisch hatte ich mir das letzte Mal schon gekauft, ne? Oder? Ja, ich glaube, den Fisch hatte ich im letzten Video schon. Ich komme ein bisschen durcheinander. Also den einen Fisch hatte ich mir, glaube ich, im letzten Video schon gekauft gehabt. Aber was noch dazu kam, ist hier in Legion, in Antorus, habe ich mir die zwei HC-Teile gekauft und ein Normal-Teil. Also ich brauche jetzt nur noch ein einziges Ding im Normal, und zwar die Hosen. Und wer jetzt mein Waste of Money-Video gesehen hat, wo ich das zeige, was ich gekauft habe und für wie viel, weiß, dass eigentlich ich ein falsches Item gekauft habe für 150k. Und Gott sei Dank einen Tag später habe ich dann genau dieses Item, also was ich eigentlich wollte, auf einem anderen Server für 50k gefunden. Also totaler Lack. Das ist aber dann nicht mehr ins Video reingekommen, sondern ja, sage ich euch quasi jetzt an der Stelle, dass wir jetzt nur noch die Hosen brauchen. Heißt, wir brauchen jetzt an BOEs nur noch drei Items hier aus Classic. Das eine aus Antorus und weiterhin aus Mythic Nyalota. Ja, die Schildhand, aber die kaufe ich mir dann, wenn sie günstiger ist. Also noch sind die Mythic-Teile relativ teuer, aber die werden sicher runtergehen. Bin ich mir relativ sicher. Ich bin da nicht gewillt, über 200k für auszugeben. Und das andere ist halt, ne, hier diese zwei Angelsachen, aber da muss ich mal gucken. Die werde ich mir vielleicht auf irgendeinem anderen Server kaufen, werde ich mal Gold tauschen oder so. Mal schauen. Genau, jetzt gucken wir aber erstmal, was ich hier sonst noch gekriegt habe. Thron des Donners haben wir immer noch nicht, das Radenteil, obwohl ich das mit weit über 10 Chars gefarmt habe, muss jedes Mal komplett Thron des Donners durch. Auch hier die beiden Instanzen haben wir nichts. Da habe ich ein paar Runs gemacht, um mal zu gucken, wie lange sie etwa dauern. Aber das hier wird eine beschissenere Sache. Da hatte ich ja schon mal gesagt, 0,3% in beiden Innis. Ja. Dann Ding sind wir ja fertig jetzt, ne? WoD, da habe ich jetzt nichts mehr. Da muss ich bloß, glaube ich, noch einmal in die Instanzen rein. Genau das machen wir jetzt nachher gleich, dass ich hier den Port noch freischalte, aber WoD sind wir soweit durch. Und Legion sieht es auch gut aus. Ihr seht, ich brauche nur noch 20 Items in komplett Legion. Dann habe ich alles. In Antorus habe ich ja gezeigt, brauche ich jetzt wirklich nur noch ein Trash-Item. Dann brauche ich jetzt nur einen Boss. Der ist leider diese Woche leider, leider nicht, dass er mir den letzten Umhang hier droppt. Emerald Nightmare hat sich nichts geändert. Immer noch die Xavier-Schultern und der Trash-Loot. Also da ist alles gleich geblieben. Prüfung der Tapferkeit brauche ich immer noch hier das Set-Teil, aber das hat eine ziemlich beschissene Drop-Chance. Ich glaube irgendwie 1% oder so, 1,5%. Da hat sich auch nichts geändert. Nighthold haben wir jetzt das Normal-Item gekriegt. Jetzt brauchen wir nur noch das eine von Elisande, den Umhang im HC und im LFR quasi hier von Trilliax das Item. Das werden wir dann hartlein noch machen. Im Grabmal haben wir einiges geholt. Da brauche ich nämlich jetzt in allen Schwierigkeitsgraden nur noch den Maidkolben, außer im Mythic, da brauche ich noch die Hosen. Und das Gute ist, den Maidkolben, wenn ich den in einer Schwierigkeitsstufe kriege, dann habe ich den allen weg. Also ich glaube, ich werde die Woche mal ein bisschen mit ein paar Twinks hier das Grabmal farmen. Und ich hoffe, dass ich dann den Kolben kriege. Aber der hat halt auch eine beschissene Drop-Chance, ne? Also da müssen wir mal schauen. Aber ich habe entdeckt, dass ich ja quasi einen, also einmal mit dem Main durchlaufen kann. Dann kann ich ja einen Twink vom Zweit-Account, also von dem hier, wo gerade, ich sehe gerade, mein Char abgesoffen ist bei Anubarak. Die kann ich ja einladen und dann dementsprechend durchlaufen, und dann kriegt der Zweitchar den kompletten Loot und ich kill halt mit dem Main nochmal die Bosse. Der Main kriegt halt keinen Loot, aber der Zweitchar kriegt dann den vollen Loot. Das ist eigentlich ganz praktisch. Wenn man halt einen gut equippten Char hat, kann man halt einen zweiten Account durchziehen. Das ist auf jeden Fall eine dankbare Sache, und Antorus, wie gesagt, brauche ich nichts mehr. Und dann habe ich aber hier im Sturm auf die Violette Festung, das ist die letzte 5-Mann-Instanz, die ich noch brauche, habe ich nach ein paar Tagen Farmen ein Item gekriegt. Und zwar dieser Umhang, den ich jetzt im HC noch brauche, den habe ich endlich im NRC gekriegt. Und die Instanz ist ein bisschen tricky, weil du ja diese Portale hast, die aufgehen. Und es ist halt aber auch immer random, welche Bosse kommen. Da gibt es halt einen Pool aus, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Bossen. Und du brauchst halt einen bestimmten, ich brauche jetzt hier Zitterschlund, für den Umhang. Und es kann halt x-mal sein, dass du 3, 4, 5-mal reinläufst und der Boss halt nie kommt, ne? Und wenn er dann kommt, dann droppt das Item nicht. Also das ist tatsächlich ein bisschen blöd, und vor allem die Instanz dauert lang, ne? Und jetzt habe ich die letzten paar Tage NHC die ganze Zeit gefahren, bis ich endlich den Umhang hatte. Der zählt zum Glück für Mythic auch dazu. Aber jetzt brauche ich halt das Ganze im HC noch. Im HC habe ich einen Lockout-ID. Und jetzt mache ich schon, dass ich jeden Tag einmal die Instanz laufe und hoffentlich irgendwann diesen blöden Umhang kriege. Das letzte 5-Mann-Instanz-Item. Genau, so viel dazu. Also Legion bin ich jetzt hauptsächlich noch dran mit den 20 Items und natürlich ein bisschen MOP hier das zu kriegen. BFA, wie gesagt, mache ich erst, wenn ich das ganze andere fertig habe. Außenbereiche hatten wir ja schon durchgequatscht gehabt.
das ist ja nur noch das letzte Rezept, was mir fehlt bei Weltbeute. Folge waren ja nur noch die Heldentaten, Heiler-Essenz, da waren wir ja auch schon. Ereignisse, ach, ich war auch, hier diese Geburtstagssachen bei Ereignissen, hatte ich ja schon gesagt, die kriege ich nur, wenn das Event ist, wenn der nächste Geburtstag ist, also das können wir im Moment auch nicht machen. Aber was wir machen können, ist die Legion-Invasion. Und ich habe letztens eine Legion-Invasion, das war eine recht gute Konstellation im Sturmheim. Da war es so, dass du nur Bosse besiegen musst. Also du musst ja mal 4 World-Quests machen und dann ein paar Quests und dann ein Szenario. Und am Ende vom Szenario gibt es einen Boss und der kann halt die Waffe zusätzlich droppen zu 1% oder irgendwie so. Also relativ beschissen. Und die Geschichte ist halt jetzt, dass ich letztens die Legion-Invasion, die komplette Duration gefarmt habe, die sind ja, glaube ich, immer 6,5 Stunden offen. Und ich habe einfach Chars dagegen geschmissen, ne? Also, ich weiß nicht, mit wie viel Chars ich drin war, aber mit sehr viel, immer mit beiden Accounts gleichzeitig. Heißt, ich habe 6,5 Stunden lang Legion-Invasion durchgeballert und ich habe diese verfickte Waffe nicht gekriegt. Es gibt einen Haufen andere Waffen. Ich bin da auch mit Worry, Impala oder so drin gewesen, weil die theoretisch auch die in Streitkolben tragen können und somit auch das Transmog bekommen können. Und was habe ich alles gekriegt? Ich habe Schilde gekriegt, die ich nicht hatte. Ich habe Schwerte gekriegt. Also es gibt da sehr, sehr viele Waffen, die man kriegen kann. Die sind immer so ein Zusatzloot, ein seltener. Alles Mögliche habe ich gekriegt, aber diesen einen Streitkolben nicht. Und es gibt zwei andere Streitkolben. Einer heißt, glaube ich, Morgenstern von Niskara und der andere heißt irgendwas auch von Niskara. Also die heißen so ähnlich, sehen eigentlich genauso aus, bloß das Band, ihr seht hier unten, da ist so ein kleines lila Band an der Waffe, ist ein Ticken anders. Und ich habe halt irgendwie 3 oder 4 Mal den Morgenstern von Niskara gekriegt und die andere Waffe auch einmal, die genauso aussieht, aber hier den Stern von Niskara nicht. Richtig nervig. Naja, da bin ich jetzt halt auch noch dran. Dann Festtage kann man auch immer nur dann machen, wenn die Festtage sind. Wo ich aber weitergekommen bin, ist bei PvP. Und zwar habe ich alle BFA-PvP-Waffen jetzt eingeheimst. Ich habe nämlich sowohl mit einem Worry als auch mit einem Rogue und einem Schamanen diesen Balken gefüllt. Das kann ich euch mal zeigen. Hier oben hat man ja diesen PvP-Balken, ne? Und wenn man den einmal füllt, dann gibt es das erste Mal Waffen. Und wenn man diese Waffenquest dann absolviert, dann kriegt man die ganzen Vorlagen. Und mir haben jetzt hier noch einen Haufen Vorlagen gefehlt, die ich mit dem Druid nicht haben kann oder nicht kriegen kann. Irgendwelche Dolche von Rogues zum Beispiel oder irgendwelche Streitkolben mit Stärke drauf. Und ja, da war ich jetzt halt dran gewesen und habe jetzt halt mit diesen Gammel-Twinks und die sind teilweise echt scheiße equipped gewesen, versucht PvP zu machen. Ich kann euch sagen, es war eine anstrengende Sache, den Balken zu füllen. Nur mit Main gar kein Stress, da habe ich das ja x-mal gemacht. Wenn du auch Arena spielst oder so, geht schnell. Aber mit diesen Gammelchars, vor allem diese Quests und BGs zu machen, es war ein Drama. Und ich bin froh, dass ich es weg habe. Und jetzt haben wir den BFA-Punkt hier unten weg. Und was ich auch probiert habe, es sind ja noch zwei andere Sachen. Ne? Einmal das Rezept mit RBG, das habe ich letzte Woche nicht probiert, aber das müssen wir irgendwann noch angehen. Dieses letzte Schmiederezept kriege ich halt, wenn ich... Also es kann zufällig droppen, wenn man ein RBG, also ein Rated Battleground, gewinnt. Hört sich einfach an, ist es aber nicht, weil das eine ziemlich beschissene Chance hat. Du musst also x RBG spielen, dass du es kriegen kannst. Heißt, das fällt erstmal weg. Aber das andere, was ich dann nach den BFA-Sachen farmen wollte, sind diese Kisten, ne? Wo du auf einem bestimmten Level einen BG gewinnen musst. Ne? Und es gibt hier, das erste fängt an von 15 bis 39, dann 40 bis 59, 60 bis 69 und das ist noch 100 bis 109. Einfach ein BG gewinnen, dann gibt es eine Chance auf eine Kiste und in der Kiste ist dann halt eine Chance aufs Item. Heißt, du musst wahrscheinlich relativ viele BGs machen, dass du erstmal welche gewinnst und dass du dann eine Kiste kriegst und dass in der Kiste dann wiederum das richtige Item drin ist. Heißt, das ist halt eine ätzende Sache. Das Blöde ist aber, du musst halt Low BG spielen. Ich habe mir einen Level 20er Char erstellt, also einfach so einen Account Char, ne? Und, also verbündetes Volk heißt es ja auch, und hab reingequeued. Ich habe eine Stunde gewartet, nach einer Stunde hatte ich immer noch keinen Proc. Und das war jetzt nicht irgendwann mitten in der Nacht, sondern das war, glaube ich, so 8 Uhr Samstagabend, oder Samstag oder Sonntagabend war es. So um 8 Uhr, also so, würde ich jetzt mal sagen, Primetime, ne? Und ja, weiß ich nicht, wie ich die Sachen farmen soll, wenn die BGs halt nicht aufgehen. In dem Level spielt halt einfach keiner BGs, ne? Das ist halt das Problem. Jetzt bin ich ja ein bisschen überlegen, mir wurde jetzt geraten, ich soll mir auf dem englischen Server einen Charm machen und Star probieren, werde ich demnächst mal ausprobieren, aber viel Hoffnung habe ich da ehrlich gesagt nicht, also das Zeug zu farmen ist halt richtig ätzend, ne? Und Berufe, da hat sich jetzt eigentlich auch nichts getan, das sind ja nur noch die paar wenigen Sachen
Und was haben wir sonst noch? Sets. Ah ja, das ist auch wieder die Druid-Artefakt-Skin. Und, hahaha, hatten wir fast vergessen. Hier, es ist dieses Erbstück über Archäologie, wo ich den quasi den normalen Schwanzmog habe, aber nicht den Archäologie-Transmog, weil diese Waffe hast du quasi über die Archäologie-Quest gekriegt, wo die Rotation ja einmal ein halbes Jahr dauert und ich warte jetzt schon x Wochen, Monate, bis die richtige Quest kommt. Und dann hat mir aber ein Viewer gesagt, hey, warte mal, du hattest doch damals die normale Variante dir geholt. Habe ich auch, ne? Weil ich habe auch die Achievements dazu gemacht. Habe die Waffe aber weggeschmissen, weil es damals kein Erbstück war, sondern eine ganz normale Waffe. Die hast du ja nicht gebraucht. Irgend so eine Low-Level-blaue Waffe, weg mit dem Scheiß. Und dann haben sie es später zum Erbstück gemacht. Und dann meinte ich, ich soll einfach ein Ticket schreiben und schauen, ob ich von dem GM eine Antwort kriege und diese Waffe krieg. Sonst hätte ich jetzt halt wieder x Wochen warten müssen, wahrscheinlich Monate, bis die Quest kommt und dann musst du richtig viel Archäologie machen. Und ich habe ein Ticket geschrieben und ich kann euch was zeigen. Blizzard, hahaha, der blöde Speer ist drin. Also falls ihr auch diesen Speer braucht, dann ja, schreibt einfach ein Ticket. Dann kriegt ihr ihn. Also vorausgesetzt, ihr habt halt damals die Archäologie-Quest gemacht. Ne? Also, es gibt irgendwie so ein Meta-Achievement, wo man es kriegt. Und ich muss sagen, das hat ziemlich erstaunlicherweise gut geklappt. Also ich habe jetzt nicht groß Tamtam machen müssen. Einmal ein Ticket geschrieben, habe gesagt, ich habe den Erfolg. Und der GM hat auch in seiner Antwort, ich habe es mittlerweile schon zugemacht, das Ticket, auch geschrieben, er kann sehen, ich habe den Erfolg damals gemacht, kein Problem, stell das Item her. Ich habe tatsächlich gedacht, also ne, ich will jetzt da die GMs und Blizzard nicht hier downreden, aber in letzter Zeit habe ich tatsächlich öfter die Erfahrung gemacht, dass so Sachen nicht so gut funktionieren. Und das hat aber wunderbar funktioniert. Direkt das Item gekickt. Was wir jetzt noch machen, ist es einmal abzugraden, weil ich glaube hier, genau, seht ihr das? Da sind auch die Upgrades drin. Jetzt habe ich zwar das Item an sich, aber nicht die Upgrades. Und das können wir uns jetzt gleich mal noch angucken. Das können wir jetzt eigentlich gleich zusammen noch machen. Dann gehen meine Prozente in der quasi Collection Update Aufnahme noch hoch. Wo müssen wir denn hin? Hall der Forscher ist da drüben. Können wir uns nämlich gleich mal die Upgrades holen. Und dann schauen wir uns jetzt das letzte noch an. Blutsegel-Bukaniere. Habe ich bis jetzt noch nichts weiter gemacht. Ich habe ja gesagt, ich fange das erst an zu farmen, wenn ich 100% der Quest gemacht habe. Und ich will jetzt eigentlich nebenbei schon mal so ein bisschen auch anfangen, Quests zu machen. Jetzt schauen wir mal. Ich brauche jetzt quasi für eine Waffe das Upgrade. Das müssten die Teile sein, oder? Schauen wir mal, was heißt das denn? Gibt es denn drei Upgrades, wenn's. Ich kauf's jetzt einfach mal. Ach, shit, das. Ah, warte mal. Ein Stück Waffe und was ist das? Waffe? Irgendwie check ich jetzt gerade. Naja, gut, wird schon passen. Jetzt schauen wir mal. Damit müsste ich es eigentlich upgraden können. Oder muss ich es. Ah, warte mal, ich muss es hier. Ich habe schon ewig keine Erbstücke mehr abgegradet. Ah, okay, ich habe es falsch gekauft. Warte. Ich dachte, das sind auch Waffen. Aber das sagt hier Erbstück Waffe. Erbstück Waffe. Wahrscheinlich, weil das schon an sich höher ist von der Stufe. Ah, das Ding ist schon auf Stufe 100. Okay, dann brauche ich jetzt hier die. Achso, das ist das Item. Dann brauche ich jetzt die beiden wahrscheinlich, oder? Ihr merkt schon, richtiger Noob am Start. Hier. Jetzt schauen wir mal, ob es klappt. Okay, das kann ich nicht benutzen. Ich brauche nur das Große. Ja, aber der sagte mir doch eigentlich, dass ich zwei Upgrades noch brauche. Ah, ich hab's falsch rum benutzt, okay. So, okay, haben wir das auch weg? Schön, wieder ein Ding wegzuhaben. Jetzt sind es schon 458 Items nur noch. Sehr nice. Okay, das können wir wegschmeißen, das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt haben wir auch alle Erbstücke hier fertig. Das war jetzt das Letzte, was wir tatsächlich gefehlt hatten. 99 von 99. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr hier mehr habt. Also man kann theoretisch hier mehr als 99 Max haben. Also nicht vorne mehr, sondern. Das könnt ihr auch machen, aber wenn ihr Maximum mehr habt, das würde mich mal interessieren, ob es da Leute gibt, die mehr Waffen haben. Damals auch in SOO gefarmt. Genau. Also Ding hatte ich ja gesagt, Blutsegel-Bukaniere mache ich dann, wenn ich die Quests habe. Ich habe nämlich mal geguckt, ne? Quests, wären knappe 400, 500 Sachen noch zu machen.
Das werde ich jetzt demnächst mal anfangen, um mal zu gucken, dass wir da weitermachen. Aber für die Videoreihe lassen wir es jetzt erstmal auf dem Stand. Und ja, eventuell nehmen wir Quests und Angeln demnächst mal rein und müssen dann halt wieder von einem bisschen höheren Stand runterarbeiten. Gut, was ich jetzt noch zum Schluss sagen wollte. Wahrscheinlich, wenn jetzt die nächsten Wochen die Geschichten ein bisschen magerer ausfallen, einfach weil ich jetzt halt nur noch Sachen offen habe, die ja relativ langwierig zu farmen sind, die Sachen, wo noch viel ist. Also hier seht ihr, 13 und 65 sind halt genau die Items, die man eigentlich hier ausblenden kann. Also ich habe bewusst bei den Filtergeschichten, warte mal, wo ist es? Hier Unobtainables, diese ganzen Festival-Sachen. Oder Festtage so rum eingeblendet, um halt mich selbst dran zu erinnern, okay, da ist noch ein Fest, das musst du mitnehmen, ne? Aber im Normalfall könnte man halt die ausblenden, weil man die ja nicht immer machen kann. Und selbiges ist hier bei Ereignissen, außer die Legion-Invasion, diese Ereignisse kannst du auch nur um einmal im Jahr machen, wenn halt der Geburtstag von WoW ist. Habe ich jetzt bewusst rein, drin gelassen, aber die fallen ja schon mal raus, ne? Also das sind hier 65 und Nummer 13. Und das Große, was ich jetzt auch noch nicht angehe, sind die 318 Dinger von die 318 Teile von Battle for Azeroth. Alleine die zusammen sind knappe 400. Ihr merkt, dann bleibt halt nicht mehr viel über. Und jetzt werde ich mir halt erstmal die ganzen schweren Sachen noch holen. Heißt halt hier die 5-Mann-Instanzen, wo man ewig grinden muss. Oder halt dementsprechend hier in den Außenbereichen dieses Argus-Ding und Nasjatar, die Geschichten, die halt wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen immer nur ein, zwei, drei Items dazu kriegen, aber lieber mache ich die schweren Sachen jetzt, als sie dann in Shadowlands irgendwie noch zu haben. Gut, das soll das Schlusswort gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein, wenn wir quasi die Collection wieder angucken und schauen, was wir da Neues bekommen haben. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.